Auslosung ist für dieses Stück, das wir jetzt aufführen werden, gar nicht geeignet. Das sind keine brandenburgischen Konzerte. Das ist auch nicht die Kunst der Fuge oder das musikalische Opern, sondern es sind die Goldberg-Variationen, in denen Bach einen Schritt macht vom 18. Jahrhundert ins 19. Jahrhundert. Sie müssen sich das einmal vorstellen. Ein Mann wie Bach, Orgelspieler und fest verwurzelt in der Musik von Heinrich Schütz, von Nikolaus Bruns, also das 17. Jahrhundert steckt in diesen Menschen. Jetzt werden sie Stücke hören, da staunen, können sie nur staunen. Das hat nichts mehr, viele Variationen haben nichts mehr mit dem 18. Jahrhundert zu tun. Denken Sie an die Bilder von Paul Klee, denken Sie an die Bilder, an die Stücke, zum Beispiel an das Heringkonzert von Alban Berg, in dem Alban Berg das in den wunderschönen Choral von Bach hinein komponiert hat. Es ist genug. Nun spanne mich doch aus. Das muss man erleben. Nun spanne mich doch aus, wie ein Pferd aus dem Geschirr heraus ausgespannt zu werden. So soll ein Mensch friedvoll eines Tages in sein Grab hineingehen. So ist es gemeint und so ist ja auch das Violinkonzert von Alban Berg entstanden auf dem Tod eines Kindes. Also, ich sage Ihnen, Sie sollten eigentlich, während Sie die Variation hören, Ihr Programmheft in der Hand halten und die Charaktereigenschaften der einzelnen Variationen mitverfolgen. Da steht hinter aller Variation steht Erwartung, hinter anderen steht Schmerz, Sehnsucht. Das alles sollten Sie eigentlich, bevor Sie das Stückchen hören, sollten Sie wissen, aha, jetzt kommt dieser Charakterisierung. Das stammt nicht von mir, sondern von sehr berühmten Bachforschern und Spielern, deren Namen ich Ihnen jetzt nicht nennen muss, weil sie alle nicht mehr leben, aber ich habe mir das zu eigen gemacht und ich finde es ganz wunderbar. Denken Sie bitte zum Beispiel nur an die beiden Variationen Nummer 13 und Nummer 25. Sie werden Dinge erleben in diesen beiden Variationen, das geht weit über das hinaus, was Bach zum Beispiel in seiner Matthäus-Passion vollbracht hat. Mehr will ich gar nicht sagen, dies ist eine Elite-Truppe. Ich kenne keine besseren Professoren an deutschen Musikhochschulen, die so wunderbar Bratsche spielen wie Herr Kosbaum oder Geige spielen wie Herr Köcher oder Oboe wie Herr Kosbaum. Das sind alles meine Freunde seit 30, 40, 50 Jahren. Und wenn sie jünger sind, wenn sie viel jünger sind, dann sind es schon wieder die Schüler, die ehemaligen Schüler dieser Professor. Und dieses Mädchen hier, diese Theologie, die Frau bei uns ist. Also, wer so hoch spielen kann, der ist einfach von, der hat ein Engel über sich. Er ist von Gott gesegnet. So wie ich bin auch von Gott gesegnet. Das steht in dem Brief meiner Mutter, den sie mir zu meinem 70. Geburtstag nach Japan geschickt hat. Nicht ein Engel